Wir wechseln direkt von Wien, Österreich, direkt rüber nach Brüssel, nach Belgien. Also wir bleiben super international hier heute. Und ich sehe auch schon, ah schön, der Raum ist auch wieder ein bisschen voller geworden. Also so langsam fühlt sich's hier auch, weil jetzt wird es ja auch spannend. Wir machen ja jetzt auch Live-Training und ich freue mich jetzt auf den Mann, der seit vielen, vielen Jahren, er hat 95 angefangen. Da haben wir, glaube ich, überhaupt noch keine Ahnung vom Daytrading gehabt. Damals ging das nur in den USA, da ging das hier in Europa gar nicht. Ja, da hat er sich mal angefangen, mit der Materie zu beschäftigen. Er ist der einzige Trader, den ich kenne, der seine Stops in Zentimetern misst und er hat sogar seine eigenen Bars, also seine eigenen Charts entwickelt. Eine Mischung aus Renko und Barchart und ich freue mich riesig, dass er da schon sitzt. Ich grüße dich, Wim Wieten. Hallo Stefan, du kannst du mich hören? Ich kann dich super hören. Alles klar. Ja, prima. Wie geht's dir? Alles okay? Ja, alles gut. Ich habe ja hier das volle Programm, ne, seit 8 Uhr am Start und bis 20 Uhr geht es durch. Also ja, wir machen hier wirklich eine schöne Veranstaltung. Es läuft auch alles super gut. Ich finde die Inhalte auch super spannend. Ist für mich auch mal toll. Ich lerne ja mal mit, ja. Ja, das Gute daran. Ja, lange, aber interessante Tage. Okay. Aber intensiv. Intensiv ist es. Ja, Ich gebe dir das mal glaube den ich dir. Bildschirm rüber. Und dann Okay. kannst du loslegen. Okay, show my screen. So. Wie ist Ah, jetzt das? ich mal dein Office da, ja? So, hier? Ist das Ja, okay? So? hervorragend. Was siehst du jetzt? Meine Präsentation? Präsentation PowerPoint. Moment, so, ich schiebe das mal rüber hier. Siehst du jetzt meine PowerPoint-Präsentation? Ja, die haben wir eben auch schon gesehen. Du musst Okay, nur schön, ein bisschen gut, gehen. perfekt. Ja. Ja, können wir beginnen? Wir haben noch nicht mehr so viel Zeit. In einer halben Stunde geht's los, Eine hein? halbe Stunde geht es erst los. Ja, dann erzähl doch mal so ein bisschen. Ich sehe jetzt hier auch gerade so dein Office beim Training. Das ist der Ort, wo du sozusagen agierst, wenn du mal nicht on the road bist, was ja im Moment der Fall ist. Ja, ich bin gerne on the road. Das macht die, ist eine Abwechslung, ja? Weil die letzten Monate natürlich sind wir zu Hause. Ja. Das ist für das Trading gut, aber nicht für die Abwechslung. Ich bevorzuge es noch immer, mit den Leuten zusammenzutreten und ja, dann können die Leute dich mal über die Schulter schauen und so weiter. Sieht man die Leute mal, das. Ja, das hat ein Plus, aber das kommt zurück. Es kommt Es kommt, zurück. ich denke auch, wir haben ja jetzt schon ein bisschen Licht am Ende des Horizonts durch die Meldung, dass ein Impfstoff im Gange ist, dass der kommen wird. Und das ist ja die große Hoffnung, dass wir dann alle wieder Ja. etwas sozialer werden können. Ja. Ja, die Wohler-Open-Strategie, das ist ja etwas, was auf deinen selbst kreierten Charts basiert. Ne? Du hast ja da eine tolle Mischung zwischen Renko und den sogenannten Range-Bars entwickelt. Das finde ich immer ziemlich clever, wenn ich das sehe. Ja. Ja, es ist eigentlich so, die Eröffnungsstrategien habe ich, die mache ich eigentlich schon sehr lange und habe damit ja, vor 20 Jahren eigentlich schon angefangen. Und damals haben wir mit normaler Zeitkerzen gehandelt. Das war dann die Markteröffnung zwischen 3:30 und 4 Uhr. Aber heute natürlich mit dieser Trading-Plattformen kann man sich andere Sachen programmieren, kann man andere Sachen aussuchen. Und eine von die besseren Sachen für mich waren die Bewegungskerzen. Und von diesen Bewegungskerzen dann habe ich drei zusammengemischt eigentlich. Die Renko, die absolute Spanne und Heikinashi-Kerzen. Und habe dann so eigentlich die Vorteile, denke ich, von die drei eigentlich in eine Kerze Ja. zusammengebracht. Die benutze ich natürlich für das normale Daytrading, aber in dieser Strategie, die ich heute Nachmittag zeige, auch. Ja. Ja, genau, das Heikinashi, siehst du, das kommt, ist ja auch noch ganz wichtig. Das ist ja auch so eine neuere Art der Darstellung, die es seit einigen Jahren erst gibt, aber wo du halt schön diese Trends sehen kannst durch die Einfärbung der Candles. Ne? Man hat dann immer schön diese Genau. Gleichmäßigkeit. Das macht dann das Leben Eigentlich doch
Das Leichter. Ganze hat eigentlich zwei Vorteile, Stefan. Das erste ist visuell. Man sieht Bewegungen und darauf ist eigentlich meine ganze Trading-Philosophie basiert. Man sieht die einfache. Ja? Und das zweite ist natürlich, weil alle Kerzen, die genau die gleiche Größe haben, ist das Money Management besser, weil man weiß genau, wie weit bin ich entfernt von meinem Stop und wie kann ich den dann, meine Position dann besser und ich würde mal sagen, präzise betreuen. Das ist es Ja, eigentlich. Ja, das sind die zwei großen. darauf kommt es an, weil da genau das ist ja auch so ein bisschen die Core-Funktionalität vom Nanotrader, wo du ja diese Bars implementiert hast und wo deine Systeme ja auch programmiert sind, dass man Ja. so Stops managen kann, dass man auch multiple Stops managen kann, dass man das alles schon im Vorhinein programmieren kann. Was ich vorhin noch gerade, also wir haben das heute tatsächlich exklusiv erfahren, das wusste noch keiner, weil wir haben den Eugen Mohr eben gehabt aus Chicago und das ist ja der Produktmanager von Minidax. Und der hat angekündigt, dass mit dem Kontraktwechsel im Dezember, also von Dezember auf den Märzkontrakt im FDAX, der FDAX von einem halben Punkt pro Tick auf einen Punkt pro Tick verändert wird. Von der Eurex. Und das hat auch im Nanotrader eine sehr interessante Konsequenz, weil wir haben ja die Möglichkeit, diese Stops in Ticks einzustellen oder in Punkten. Und das war immer ein Riesenproblem für denjenigen, der wusste, dass der FDAX nur einen halben Punkt hat. Wenn er dann auf Ticks gearbeitet hat, hat man sich da schnell vertan und den Stopp viel zu nah dran gehabt. Und Ja. deswegen ist, glaube ich, nochmal eine ganz tolle Geschichte, dass man sich um dieses Problem nicht mehr kümmern muss. Ja, man hat natürlich bei Nanotrader auch das Vorteil, dass man Stops und Ziele im Vergleich mit die ATR oder die Volatilität einstellen kann. Und so kann man sich eigentlich nicht mehr so einfach irren. Ja, es passt sich automatisch an. Und das finde ich ziemlich Ja, interessant. Ja. das finde ich eigentlich ziemlich cool und man kann es dann auch, man kann auch sehr flexibel reagieren. Es gibt ja dann auch noch diese Funktion, dass man die Taktiken dazu schalten kann. Also da ist wirklich sehr viel geboten und wer jetzt sagt, ich verstehe hier überhaupt nichts mehr, worum geht es eigentlich, dem kann ich nur sagen, hey Leute, eröffnet ein Konto bei WHSelfinvest, Invest, weil ihr kriegt kostenlos bis zum Montag die Aufzeichnung von meinem Online-Workshop, wo ich das hundertprozentig erkläre und wo man das dann auch versteht. Ja, es ist fein. Ich arbeite, wie lange ist es schon jetzt? 10 Jahre damit, habe früher mit vielen anderen Plattformen gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass für das vollautomatische Trading, was ich heute zeige, dass ich viel Zeit gebraucht habe, weil persönlich, weil ich habe nie daran geglaubt. Früher. Ich war sehr, ich würde mal sagen, ja, skeptisch dagegenüber und habe dann zusammen diese automatischen Systeme langsam entwickelt und habe dann selbst noch mal 4, 5 Monate gebraucht, vor dass ich das System Das ist wirklich vertraut benutzt. habe und eigentlich feststellen muss, dass das für viele Systeme die Plattform besser handelt wie ich. Und ich hasse das. Ja, das ist Eigentlich. ja, das große Problem, muss ich ehrlich gesagt ja auch gestehen, das habe ich auch immer wieder. Es wird so dieser Mythos erzeugt, ja, du brauchst nur die Automatismus anschalten, du musst nur auf Auto-Order gehen und dann läuft die Kiste eigentlich von ganz alleine. So ist es ja, weil wir haben ja da noch so ein paar Sachen wie Internetverbindung, die mal abstürzen kann. Ja. Dann ist das Ganze unsynchron und dann passt das eben nicht mehr so, wie ich es mir gedacht habe. Das sind immer so die Ja. Sachen, die man natürlich schnell mal ausblendet, was man aber eben nicht tun sollte, weil, also deswegen sage ich immer, Automatismus ist toll, weil, wie du ja selber sagst, die kann besser traden, dann die Station als man Ja, selber. klar. Man muss daneben. Das ist, glaube ich, der springende Ja, Punkt. aber hat sich auch die letzten Jahre viel verbessert. Früher, vor 7, 8 Jahren, gab es diese Abstürzungen noch regelmäßig. Heute Bitte nicht mehr. Nee, das stimmt. nicht mehr so viel. Ist das Ist echt auch selten eigentlich. groß Aber geworden? okay. Ja, Stefan, Dann ich habe würde ich sagen, geh doch 20 einfach Minuten. kurz ein bisschen in die Präsentation rein und erklär uns mal noch ein bisschen von dem, was du uns da gleich in der Eröffnung zeigen willst. Und dann Okay. ab in den Live-Handel, würde ich sagen. Ja, es steht alles schon fertig hier. Ich Lass es gut gehen. erkläre die Leute
schnell, wie die Strategie aussieht, ja, Ja. wie das Prinzip, wie das funktioniert. Und dann, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber bei uns sagt man, dass ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Sagt man das auch so auf Deutsch? Aber Ja. 100%. Okay. Dann, ja, lass uns hoffen, es funktioniert irgendwo heute. Aber meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich bin Wim, ich bin Belgier und ich wohne hier 30 Kilometer entfernt von Brüssel. Und ja, ich trete schon, ich denke, 22 Jahren jetzt. Und ich zeige euch heute Nachmittag eine von meiner echt Lieblingsstrategien. Und das ist eine Eröffnungsstrategie. Und wie ich schon sagte, habe ich die schon lange, handle ich Eröffnungsstrategien schon lange. Warum? Erstens, bei Markteröffnung hat man oft viel Bewegung oder Volatilität. Das bedeutet, es ist ein interessantes Moment, um zu handeln. Und zweiter natürlich ist, und das viele Leute wissen das nicht, das ist, ich würde mal sagen, eine von den Geheimnissen von Wall Street. Das ist es ziemlich oft, lass uns sagen, 75% von alle Tage liegt der Eröffnungspreis irgendwo in die Gegend von des Tageshoch oder Tagestief. Das bedeutet, wenn man es schafft, um am Anfang des Tages eine Bewegung oder die Richtung gut zu erwischen, hat man da ein großes Potenzial. Das ist das Prinzip. Und ja, lass uns jetzt mal ganz einfach diese Strategie versuchen, natürlich diese Impulsbewegungen bei Markteröffnung. Funktioniert am besten um 3:30 im Nachmittag mit zu erwischen. Und was kann da passieren um 3:30? Ja, eigentlich nur drei Sachen. Oder der Markt schießt los in eine oder andere Richtung. Man heißt es auch, wie ich das übersetzen muss auf Deutsch. Ich weiß es nicht, ich habe es nur so gelassen. Es ist Open Drive. Das bedeutet stark volatil in eine Richtung. Eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, es geht in eine Richtung, geht nicht weiter, dreht und dann direkt in die andere Richtung. Das ist Open Reject Drive. Gut. Das ist auch interessant. Das würde dann bedeuten, ich verliere einmal in eine Richtung und kann dann verdienen in die andere. Das wäre eine andere Möglichkeit. Was wir natürlich nicht gerne haben, und ja, das passiert auch, das ist Open Auction, wo man eigentlich Märkte hat, die noch keine Ahnung haben, in welche Richtung sie sich bewegen möchten, und dann geht es hin und her. Und das ist natürlich für uns nicht interessant. Wie ist das jetzt? Wie ist eine Eröffnungsstrategie eigentlich aufgebaut? Die meisten Eröffnungsstrategien sind aufgebaut auf eine Zeiteinheit, wo man sagt, zum Beispiel, wie ich schon sagte, zwischen 3:30 und 4 Uhr nehme ich da das Hoch und das Tief. Und wenn der Markt ausbricht, gehe ich rein unter bestimmte Umstände. Problem dabei ist natürlich, dass da kann eine riesige Bewegung sein in dieser halben Stunde. Und dann, ja, hat der Markt sich eigentlich in einer halben Stunde schon ganz stark bewegt. Und dann, ich persönlich, da will ich eigentlich nicht mehr einsteigen. Bin ich ganz ehrlich. Vorteil ist, und ich habe schon mit Stefan darüber gesprochen, dass wir heutzutage Kerzen haben, die nicht auf Zeit aufgebaut sind, aber Bewegung. Und ich zeige euch das nochmal. Das sind hier meine Kerzen, die WL-Bars, aber mit absoluter Spannekerzen oder Renko-Kerzen würde das auch funktionieren. Ja? Nochmal, was ist eine Bewegungskerze? Eine Bewegungskerze wird auf Bewegung aufgebaut, nicht auf Zeit. Zum Beispiel, wenn ich eine Bewegungskerze von 5 Punkte einstelle, dann wird da eine Kerze gebaut von 5 Punkten und wenn die gebaut ist, beginnt die nächste. Wenn zum Beispiel der Markt sich nicht bewegt,
habe ich keine Kerzen. Das bedeutet, viel Bewegung, viele Kerzen, wenig Bewegung, wenig Kerzen. Das bedeutet auch natürlich, dass diese Kerzen zeigen mich das Wesentliche. Bewegung. Das Einzige, was mich interessiert. Ob es jetzt mit dieser Strategie ist oder meine anderen Daytrading-Sachen, es ist immer das Gleiche, kommt immer zurück. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ja. Und das stellt sich leichter, einfacher, besser vor mit diese Kerzen. Wie ich schon sagte, diese ist aufgebaut, eine Kombination von verschiedenen Kerzen, hat auch noch ein paar Vorteile. Aber darüber geht es eigentlich heute nicht. Heute geht es eigentlich darum, dass ich dieses Zeitproblem von meiner Eröffnungsrange lösen will. Und ich erkläre mal, wie ich das sehe. Ich nehme die durchschnittliche Volatilität von die erste Stunde nach Markteröffnung. Das würde dann bedeuten von 3:30 bis 4:30. Oder, wenn man es auf dem DAX handelt, von 9 Uhr bis 10 Uhr. Da gibt es Tools in Nanotrader, wahrscheinlich auch in andere Plattformen, wie viel der Markt sich zum Beispiel das letzte Jahr in dieser Stunde bewegt hat. Und ich will es mal einfach machen. Lass uns mal sagen, wir nehmen das auf Mini-DAO und der Mini-DAO bewegt sich im Durchschnitt in einer Stunde nach Markteröffnung mit 100 Punkten. Ich kann das hier mal einzeichnen. So. Lass uns mal sagen, 100 Punkte. Hier, so. Und von dieser 100 will ich einen Eröffnungskanal bauen, das maximal 20% ist. Es ist sehr einfach, es ist so aufgebaut, dass es 10, 15 oder 20% ist. Mehr nicht. Das bedeutet, bei Markteröffnung, das Kanal wird aufgebaut, ihr werdet das sehen, das sind 4 Kerzen. Das kann so gehen, ja, zum Beispiel sehr einfach. Ja. Eine Kerze, 2 Kerzen, 3 Kerzen, 4 Kerzen, dann hat man 20%. Aber es könnte auch so sein. 1, 2, 3, 4 und dann hat man 10%. Ja, so einfach ist es. Aber Punkt ist natürlich, und darum geht es, dass von der Bewegung, die ich erwarten kann, ich einen Eröffnungskanal habe, das maximal 20% ist. Und wie funktioniert diese Strategie? Ich habe dieses Eröffnungskanal hier, das seht ihr da. Und wenn der Markt dann ausbricht in eine oder die andere Richtung, steigt die Plattform automatisch ein in die Richtung, wenn ich das so will. Ich könnte auch so einstellen, dass ich nur in eine Richtung eingehen will. Das ist mehr etwas für das Coaching und Ausbildungen. Aber es geht in beide Richtungen. Und darum geht es eigentlich, weil wenn es um 100 Punkte geht, wenn ich in eine Richtung einsteige und ich stelle meinen Stop ein an die andere Seite von dieser Eröffnungsrange, dann habe ich 20 Risiko mit ein bisschen Slippage und Spread, aber ein viel größeres Potenzial. Darauf ist die Strategie gebaut. Ja. So geht es. Das Schöne natürlich dabei ist, dass ich für bestimmte Instrumente wie amerikanische Aktien, CFDs auf amerikanische Aktien, Amazon, Alphabet, Netflix, Nvidia, Microsoft, Apple und so weiter, dass normal diese Instrumente bewegen sich, passen Sie auf jetzt, mehr als 1% von ihrem Wert bewegen in die erste Stunde nach Markteröffnung. Das bedeutet, ich habe da eine ziemlich große Bewegung, die ich erwarte. Darauf spiele ich. Ja. Und ich mache da eine Beurteilung, das ist, vielleicht habe ich später noch Zeit dafür, um schnell zu zeigen, wie ich das mache. Aber ich schaue mir diesen Chart an und sage, der sieht gut aus, steht genau da, wo ich will. Und der handle ich in nach oben zum Beispiel. Der andere, der sieht mehr aus nach unten, den stelle ich nur ein nach unten. So wird das gemacht. Ja. Das ist das Prinzip. Ich mache hier mal sauber. Moment.
So, und gehen wir hier nochmal weiter. Ja, wie funktioniert das? Ah, nochmal, wenn ihr die Folien gerne habt von dieser Präsentation, kein Problem. Ihr geht nur hier auf meine Website, Kontakt, ja, MyTradeClass, Kontakt, fragt die Folien und ihr bekommt die Folien. Wenn ihr Interesse habt oder Fragen, kommt nur auf mich zu. Aber es ist unverbindlich. Unverbindlich, sagt man auf Deutsch. Ihr bekommt das, kein Problem. Ja, auch ihr habt auf Internet, auf YouTube, mein Kanal, ganz viel Material über diese Sachen. Ja, ist alles kostenfrei zur Verfügung. Hier steht ja die Beschreibung, ja, hatte ich schon erklärt, und wir programmieren das dann so, dass wir eine Markteröffnung haben in eine oder andere Richtung. Und das sieht so aus. Ja. Und ihr seht hier genau dieses kleine, ja, Stefan hat es gesagt, 1 Zentimeter Eröffnungskanal. Und ihr seht dann, erstes Ziel, zweites Ziel. Das Money Management, die Betreuung, ist auch vollautomatisch. Ich zeige euch das auf eine Simulation. Ich denke, das wäre vielleicht das Einfachste. Aber es kommt eigentlich darauf hin, dass wenn ich das erste Ziel erreiche, springt der Stop automatisch auf Break-Even. Das bedeutet, ich kann jedes Mal sehen, auch in die Vergangenheit, wenn ich dieses erste Ziel erreicht habe, habe ich gewonnen. Das weiß ich. Ja. Schlimmste, das passieren kann, ist, dass er das erste Ziel nicht erreicht, wieder zurückkommt, ich ausgestoppt werde, steigt natürlich direkt in die andere Richtung ein, wieder dreht, wieder ausgestoppt werde. Aber okay, ich kann maximal ein paar Mal diesen Zentimeter verlieren. Es ist so eingestellt, man kann es selber einstellen. Es ist in die WAS Store so eingestellt, dass man zweimal in eine, zweimal in andere Richtung einsteigt. Aber man kann das alles ändern, wie man will. Es wird auch in die Videos erklärt, wie man selbst seine Einstellungen anpassen kann. Es ist echt nicht schwierig. Und ich muss sagen, die Programmierung, was man heute alles kann mit diesen Sachen, ist echt unglaublich. Strategie gibt, die läuft jetzt, wie lange ist es? Schon viele Jahre, 3 oder 4 Jahre und läuft super. Ich zeige euch es vor, dass wir, es ist immer besser, vor dass der Markt sich öffnet. So, und ich stelle mir hier natürlich auf ein Paper-Konto. Was Sie hier sehen, ist eine Simulation. Das bedeutet, es ist fake. Das ist kein echtes Instrument. Aber es ist für mich sehr einfach, um euch zu zeigen, wie das Ding funktioniert. Ich kann auch hier den Preis selbst bewegen. Seht ihr das? Geht nach oben jetzt. Ja, ich kann das selbst hier mit meiner Tastatur diesen Markt bewegen. Ja, dass Sie nicht denken, der Mann kann hier den Markt bewegen. Ja, kann er noch nicht, noch nicht, noch nicht. Okay, gut. Ich muss jetzt die Zeit auch ändern. Das steht hier 15.30 Uhr. Für DAX steht das um 9 Uhr. Ich will jetzt mal, wie spät ist es jetzt genau? 15.23 Uhr. Ich stelle das hier ein auf 15.24. Das bedeutet, in einer Minute beginnt hier, steht Auto Order, automatisch. Und in einer Minute beginnt das Kanal sich aufzubauen. Und er nimmt die ersten 4 Kerzen. Nach 4 Kerzen ist das Kanal gebaut. Und dann ist es nur eine Frage, in welche Richtung geht er? Nach oben oder nach unten? Und steigt automatisch ein, betreut es automatisch. Ich zeige euch das mal, wie spät ist es jetzt? Ja, schon. Seht ihr? Da beginnt es. Ihr seht, das Kanal wird gebaut. Wir gehen mal nach oben. 3. Kerze, 4. Kerze. Hier, da noch 1 Kerze kommt. Ja, und direkt eingestiegen. Ihr seht sehr deutlich,
erstes Ziel steht da, Stop steht hier an die andere Seite des Kanals. Lass uns mal sagen, der Dreh läuft nicht. Es geht in die andere Richtung. Wir verlieren. Okay, gehen in die andere Richtung. Moment, so, nach unten. Ich werde hier ausgestoppt, aber der Markt wird nach unten einsteigen. Moment. Ali. So, noch ein bisschen. Da, noch ein Trigger und bin jetzt short eingetriggert. Der Markt läuft. Schauen Sie sich diesen Stop an. Wenn ich das erste Ziel erreiche, so, Ali, da, hopp, stehe ich auf Break-Even. Okay? Jetzt, wie habe ich die Betreuung automatisiert? Das ist mit etwas, das ich Triaden-Stop nenne. Und das ist basiert auf meinen Kerzen. Was ist eine Triade? Ich zeige es euch, es ist einfacher. Wie lange habe ich noch? 4 Minuten. Ich zeige es euch, es ist einfacher. So, geht nach unten. Lass uns mal sagen, der Markt kommt ein bisschen zurück. So. Und geht wieder nach unten. Schauen Sie auf den Stop. Der schiebt automatisch nach, weil der erkennt eine Triade. Was ist eine Triade? Das ist wie ein Market Structure High, Market Structure Low, Swing High, Swing Low. Ich zeichne es mal. Das ist eine Triade. Das hier. Da. Das ist eine Triade. Eine Formation von 3, in diesem Fall identische Kerzen. Ja. Plattform ist so programmiert, erkennt diese Formation, was auch eine wichtige Formation ist, vom Price Action her und schiebt automatisch nach. Bis man ausgestoppt wird oder, wenn man es will, das Ziel erreicht wird. Man kann diese Ziele, erste, zweites Ziel, so weit wegsetzen und so nah dran setzen, wie man will. Ist alles programmierbar, sehr einfach anzupassen, ist alles auch sehr gut erklärt. Ja? Schön hier an diese ganze Geschichte ist, man kann es natürlich vollautomatisch handeln und Sie sehen hier hinter mir diese 2 Bildschirme, die jetzt nicht an sind, da dreht diese Strategie vollautomatisch auf diese CFDs, auf Aktien. Hier auf diesem Rechner dreht mein Future-Geschäft und da handle ich diese Strategie semi-automatisch. Ich stelle es mal ab jetzt, weil es wird jetzt losgehen. Moment, es geht schnell hier. Moment, so, ja, das kann ich hier zumachen. Brauche ich nicht mehr, das Ding. So, deaktiviert. So. So. Gut, lasse ich mal offen und stelle dann mal hier Live-Markt. Und ich habe für euch heute der Mini-Russell. Mache ich sehr oft, trete das semi-automatisch auf Mini-Russell. Ja, drehe das so. Hier unten steht ein 5-Minuten-Chart. Habe ich schon ein bisschen Blick, wo die Reise hingehen kann. Das ist mehr etwas für die Ausbildungen. Aber so geht das. Ja. Und jetzt, was passiert jetzt? Der Einstieg ist vollautomatisch. Die Betreuung ist manuell. Ich kann es vollautomatisch einstellen, aber für das Future-Geschäft mache ich es lieber so, weil dann habe ich die Möglichkeit, und jetzt passen Sie auf, meine Verluste zu verringern, zu verkleinern. Ja? Darum mache ich das. Normal, die Aktien dahinter, die drehen vollautomatisch, das dreht auf dem CFD-Konto, das dreht vollautomatisch. Ja? Da stehen ungefähr 8 Aktien. Ich schaue die jeden Tag mal an, sage, okay, den sieht gut aus, der sieht nicht gut aus und dann aktiviere ich 2 oder 3 und die laufen vollautomatisch. Ihr werdet das sehen, wenn es losgeht, dann, ja, würden Sie. Da geht es vielleicht auch noch eine Aufmerkung, das beginnt um 31, ja, nicht um 15.30 Uhr, aber um 31 hat damit zu tun, dass die Nervosität in die ersten Sekunden oft zu groß ist. Und dann springt das Ding hin und her
Das interessiert uns nicht. Wir möchten da, hier, da. Seht ihr, was hier passiert? Ich habe hier, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Da, Träger nach unten. Da. Order, order. So, stell es mal ein jetzt und jetzt kannst du losgehen. Moment, wir warten. Wir warten. Die Aktien da, Long Order. Ich lege hier mit meinem Stop. Sehen, was passiert. Short wieder. Ja, und es geht sehr schnell. Ne? Ich ziehe nach. Und ich hoffe, Sie verstehen, ich muss nur eine Bewegung erwischen. Hier bin ich im Break-Even, direkt da. Hopp. Jetzt kann ich nicht mehr verlieren. Ja. Und dann einmal, dass es läuft, lassen wir es laufen. Ja. Punkt ist hier, kommt da immer die Frage, ja, Wim, wie oft hat man echt gute Tage? Man hat ungefähr 20-25% sind echt super Tage. Was meine ich damit, dass man für ein Risiko, das man genommen hat, lass uns mal sagen, von 1 Zentimeter, dass man 6, 7, 8 Zentimeter verdient. Und das ist das Geschäftsmodell von dieser Strategie. Ja? Wir sind wieder short. Ja? Ich lasse mal laufen jetzt. Ja? Hier bekomme ich eine Nachricht. Ach, okay, jetzt geht's los. Ja, das will ich. So, schau hier nochmal etwas. So. Ja, ich habe nicht viel Platz. Ich muss es auch so zeigen. Hier, was ist es? Apple. Apple Short. Aber das dreht vollautomatisch. Ich kann nichts machen. Ja. Ich kann etwas machen, aber dann muss ich hier der vollautomatische Ding muss ich abschalten. Ja. Und dann kann ich wieder die Kontrolle nehmen. Aber ich kann nicht zurück. Ich kann einmal von vollautomatisch auf manuell gehen, aber ich kann nicht zurück. Ja. Das, ich mache das. Einmal, dass die Position gut läuft, machen wir das. Ist auch toll. Geht auch. Ja. Ich bekomme hier verschiedene, ihr seht das, oder? Hier läuft das Ding gut jetzt. Geht schnell jetzt. Es ja. Ist immer schwierig, Sachen zu zeigen und live zu drehen. Ich stelle das da ein. Ja, da bin ich raus. Fast raus. Noch nicht. So, stehe auf die Triade. Hier wird es manuell betreut. Wir schauen hier nochmal ein. Rein, so. Da bin ich ausgestoppt. Jetzt, wenn die Triade, wenn das erste Ziel rausgenommen wird, hier, dann wird diesen Stop verschwinden. Ja? Und wir werden sehen. Wir werden sehen, was passiert. Ja? Wir warten. Ja. So, ja, kommt immer, ja, die Orders werden ausgeführt, schön, gut. Und wir warten, natürlich, wenn keine Bewegung da ist, habe ich keine neue Kerze. Ja, es ist nicht so, dass, das hat man mit Zeitkerzen, ne? Da kommt immer noch eine Kerze, noch eine Kerze, noch eine Kerze, noch eine Kerze. Das habe ich hier nicht, ne? Wenn der Markt sich paar Minuten nicht bewegt, habe ich nur eigentlich ein ziemlich stabiles Bild. Ja. Und so will ich das auch. Ja. Wir warten. Ja. Sieht gut aus eigentlich, ja, muss ich sagen. Läuft hoffentlich weiter nach unten. Und ja, wir können auch mal in die Vergangenheit gucken, wie das so läuft. Und dann könnt ihr das mal sehen. Ich mache das nicht so gerne, um schöne Beispiele in die Vergangenheit zu zeigen. Ich mache es lieber echt. Ja. Aber okay, ihr könnt mir dieses System natürlich sehr einfach sehen. Das war ein guter Tag, das war ein schlechter. Sieht man sehr einfach. Ja. Ach, jetzt beginnt es zu laufen. Ja. Hier noch etwas. Höp. Hier. Das ist jetzt Amazon. Ja. Amazon. Long. Nur in eine Richtung eingestiegen. Das sind
oft, das sind oft die Besten, die sauber in eine Richtung gehen. Das ist oft das Beste. Ja, das ist sicher so. Wir machen das mal kleiner. Diesen hier auch. Moment, Apple. So. Und hier sind wir wieder long. Oh, schön. Ja. Alle, komm. Ja, die Plattform bewegt sich ein bisschen langsamer wie normal. Das ist mit, ja, immer mit dieses Go-to-Webinar-Ding, dann das fragt ziemlich viel Upload-Power und so weiter. Da, ich schiebe nach, da, und will nur einmal diese Bewegung mitnehmen nach oben und ausgestoppt. Okay, den mache ich mal weg. Dann nehme ich diesen nochmal zurück. Ja, sorry, ja, ich habe wenig Platz. Hier, erstes Ziel, fast erreicht, aber Stop trotzdem. Und das passiert manchmal, dass das erste Ziel erreicht wird, aber weil ich ein Spread habe, dass die Order nicht ausgeführt wird, aber der Stop hat erkannt, hey, der war schon an mein erstes Ziel und dann schiebt er nach. Hier, wir haben in diesem Trade kein Risiko mehr. Kein Risiko. Ja, das ist schön. Das haben wir am liebsten. Ah, der läuft auch jetzt. Moment, Alphabet. So, hopp. So, hier haben wir einen Trade verloren. Ja, ersten Trade haben wir verloren. Das ist diese. Das war kein neuer Einstieg. Sind wir hier, sind wir einmal, haben wir diesen, das sind jetzt 2 Zentimeter verloren. Und jetzt läuft es nach oben, auch wie, ich glaube, Amazon. Ja? All diese Werte, das ist auch immer eine Frage, die ich bekomme, die Einstellungen, die sind schon von uns vorberechnet. Wir haben in dieses Paket hier, Stay of Break-Even, 50 Instrumente und 50 Aktien und 4 oder 5 Indizes vorberechnet. Ja, das müsst ihr nur in die Store angeben und da steht alles eingestellt. Aber es wird natürlich in die Videos auch erklärt, wie man das selber sehr einfach berechnet. Und das bedeutet, wenn Leute sagen, ja, wenn ich will in dieser Strategie handeln mit dieses Instrument, ja, ist sehr einfach zu berechnen, wirklich. Ja. Gut, hier läuft er, ja, wir lassen es laufen, ja, wir klingen weg. Diesen läuft auch, seht ihr? Und, ach, das ist interessant, sieht hier, da, seht ihr das? Da war mein Stop bei Eröffnung. Hier ist eine Triade, ich hoffe, ihr könnt das sehen, da, und der Stop steht genau hier unten. Hat das automatisch erkannt. Ja, oh, jetzt läuft hier Netflix auch. Olli, Moment, ich muss erstmal sauber machen. Olli, komm. So, noch einen. Ich mache mal ein bisschen größer. Den will ich nicht. Den will ich jetzt. Netflix. Hier auch. Ein Trade nach oben. Ja, erstes Ziel erreicht. Er läuft. Jetzt, ich will noch mal etwas erklären. Die anderen laufen, ich muss nichts machen. Ich kann natürlich, und das ist immer die Frage, die kommt, ab wann würde man dann sagen, Mann, hier, das ist wahnsinnig schön gelaufen, ich will meine Gewinne anders schützen. Das geht. Weil dann muss ich hier die Auto-Order abschalten, deaktivieren und muss ich die Position, die dann noch geöffnet ist, lass uns mal sagen 50 CFDs, eine Stop-Schutzorder eingeben und muss es manuell betreuen. Ja, kann, aber wird sicher einmal, dass das Ding gut gelaufen ist, so gemacht. Wie weit? Dann sagt man sich, ja, Wim, aber jetzt der Markt ist gut gelaufen. Man kann hier auf diesem Chart sehen, wie weit es im Durchschnitt eigentlich statistisch laufen würde. Und ich kann euch sagen, das ist ein bisschen theoretisch, aber
Das ist hier das erste Ziel, ja, das ist die Eröffnung Range hier, ja, da. Das ist das erste, oh sorry, ich bin hier. Das ist die Eröffnungsrange. Erstes Ziel, das ist zweimal. Das ist das hier. Einmal, zweimal und da ist es zehnmal. Ja. Ich muss auch sagen, dass oft diese Eröffnungsrange fünfmal, so ungefähr bis hier in die Mitte, das ist die Bewegung, die das Instrument im Durchschnitt, kann mal mehr sein, kann mal weniger sein, die erste Stunde nach Markteröffnung erreichen wird. So. Und sieht man auch, wie das funktioniert. Ich mache nochmal sauber. So. Das ist ein echter Wim, den wir hier sehen heute, ne? Ja, Stefan, ich habe keine Fragen hier. Wenn du Fragen hast, Ja, ich gucke ja mal schon alles drauf, aber bisher sind die Leute so fasziniert von deinem Handel. Da haben wir nichts. Aber ich bin's nicht, ne? Es ist die Plattform. Ich weiß, es ist die Plattform, aber sehr cool, also schön. Der Punkt ist auch, und ich will, das ist immer, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr oft diese Dinge gehandelt, aber manuell, und es hat bei mir eine Zeit gedauert, vor dass ich es an die Plattform 100% überlassen wollte. Ja. Das Einzige, und darauf, ich will noch 5 oder 10 Minuten nehmen nachher, wir betreuen noch ein bisschen unsere Positionen, ja. Will ich noch etwas sagen über, wie man sich entscheiden kann, welche Instrumente man eigentlich heute besser handelt und welche nicht und in welche Richtung. Was ich heute natürlich gemacht habe hier für diese Präsentation, ist natürlich, ich lasse das Ding in beide Richtungen laufen. Ich sage ganz ehrlich, wenn es um mein Mini, wenn es über der DAX geht oder Russell und so weiter mit Indizes auf Futures, drehe ich es oft in beide Richtungen. Das ist kein Problem, weil mit Futures kann man das wirklich sehr präzise betreuen und eine oder andere Bewegung. Man ist sehr schnell aus dem Risiko raus. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Aber auf diese Aktien, Amazon, Apple, Tesla und so weiter, sieht man auf dem Chart oft, dass Druck, sehr stark Druck ist in eine oder andere Richtung. Und dann stelle ich die Strategie nur ein in die Richtung. Das bedeutet, die umgekehrten Signale werden nicht genommen. Also so, jetzt habe ich ein paar. Jetzt hätte ich ein paar Fragen für dich. Jetzt haben wir ermuntert. Okay. Ja. Also, ja. Welche Plattform ist das? Ist klar, das ist NanoTrader und zwar bitte in der Full-Version. Ja, also ihr braucht die Full-Version dafür, damit das funktioniert. Auch gerade mit dem Automatismus. Da scheiden sich die Geister zwischen Free und Full. Ne? Der kostet 29 € im Monat, ist jetzt auch nicht die Welt. Wann steigt man aus, wenn das Ziel immer nach oben geschoben wird? Fragt der Frank. Eigentlich hier hat man zwei Ziele. Erstes Ziel, okay, wird erreicht, Stop geht auf Break-Even. Und dann ist es eigentlich so, ich zeichne das mal. Eigentlich ist es so, dass wir diesen Stop oft bei die Coaching noch weiter wegsetzen nach oben. Und du kennst meine Philosophie. Eigentlich gibt es das zweite Ziel. Für mich eigentlich gibt es nicht. Ich gehe so lange mit, bis der Markt sagt, und jetzt, mein Lieber, ist es vorbei, hole ich dich raus. Und wie wird das gemacht? Sehr einfach. Ja? Da soll man sagen, ich bin hier drin, geht nach oben, nach unten, nach oben, nach unten, nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Das sind jedes Mal Triaden. Der Stop wird nachgeschoben, da. Bis der Markt dann sagt, und jetzt ist es vorbei und holt mich raus. Dann bin ich ausgestoppt. Ja? Diese Strategie, ich muss sagen, oft ist das Ding gelaufen im Future-Markt 3/4 Stunden, in Aktien, ich würde mal sagen, maximal 1 oder 2 Stunden. Beginnt um 3:30 Uhr.
wahrscheinlich um 5 Uhr ist das Ding gelaufen. Ja. Und das ist auch die Einzelzeit, die du dann handelst. Ne? Du machst das nur von 15:30 bis 17 Uhr dann. Ja. Es ist so, man kann es länger laufen lassen. Ich persönlich, ich tue es nicht. Mhm. Ich habe auch, was ich auch sehr gut finde, und das ich will auch nicht keine 8 oder 10 Stunden am Tag vor dem Rechner sitzen und ich will dann mich konzentrieren auf so 1 oder 2 Stunden und dann, okay, wird mal gehandelt und dann ist vorbei und geht das Ding zu. Ja? So mache ich das eigentlich. Ja. Moment, mache ich nochmal sauber, mal sehen, wie die anderen Positionen laufen. Muss ich immer so machen, erase, so. Ja, das läuft hier noch immer gut. Mal sehen. Gehe hier mal, das ist weg. Alphabet ist gut. Ja, das ist für viele, glaube ich, ganz wichtig, diese Zeitersparnis, ne? Dass man jetzt nicht den ganzen Tag vor der Kiste Netflix braucht, ne? Bin ich ausgeholt. Hier sieht man es zum Beispiel. Hier sind wir rausgeholt. Ja? Wir haben das erste Ziel geholt und dann hat er uns hier an diese Triade, hat er uns ausgestoppt. Mit einem kleinen Gewinn noch. Ja? Aber das bedeutet auch nochmals, wie sieht das Geschäftsmodell von so einer Strategie aus? Ich trete dies nie am Freitagnachmittag. Nie. Nie am Freitagnachmittag. Montag, Dienstag, ich trete auch mehr Nachmittag. 4 Tage. Man muss davon ausgehen, dass man in 4 Tagen hat man einen super Tag. Die anderen 3 Tage sind ziemlich neutral. Klein Verlust, klein Gewinn, boah, steht auch in die Präsentation drin, wie man das sehen muss, weil alles hängt davon ab, mit wie groß die Positionen sind, womit man spielt. Und okay, noch eins will ich sagen, 2 Sachen. Erstens ist, dass ich ich bin sehr dankbar für die Einladung heute, aber ihr müsst wissen, dass wenn ihr dieses System spielt, ich kein Eurocent habe auf ihre Kommissionen oder Positionen. Ich würde so etwas nie tun. Zweitens ist, dass die Leute, die diese Strategie haben, einen Rabatt haben auf die Gebühren, CFDs auf Aktien von 45% bei Seltenwest. Das bedeutet, richtig, das Geschäftsmodell wird dann interessant, weil die Gebühren sind nicht zu hoch. Ja, das haben wir vor 3, 4 Jahren so diskutiert, weil es muss natürlich auch, nicht alle Leute können hier spielen mit wahnsinnig großen Positionen. Man muss das auch mit relativ kleinen Positionen handeln können. Ja, darum. Ja, das ist auch so ein bisschen das Problem im Aktienhandel, weil viele natürlich auf die Aktie gucken, aber die Problematik ist natürlich, dass so eine Aktie eben über eine Börse gehandelt wird. Das heißt, der Kostenfaktor, um so eine Order auszuführen, das übersehen viele, der ist einfach mal größer. Und deswegen ist auch so eine Order teurer. Ja, also, und haben wir aber den großen Vorteil, dass wir das eben ein bisschen subventionieren. Und das ist doch so, und das rechnet sich, wird auch erklärt. Lass mal sagen, ein CFD im Dow ist heute 28.000 Dollar wert. Give or take. Ja? Ja. Hier, das System ist so ausgerechnet, wenn man CFDs auf Aktien handelt, mit Positionsgrößen ab 15.000, 20.000 Dollar, dann rechnet die Kommissionsstruktur sich. Es wird auch oft so ausgerechnet, dass wir das erste Ziel nicht nehmen. Wir nehmen nur die Stop-Betreuung, aber wir verkaufen nichts und stellen alles auf das zweite Ziel, dann zahlen wir auch nur einen Einstieg und einen Ausstieg. Das ist billiger. Ja, so wird das gemacht. Ja, ja. So das wird das gemacht. Kostet ungefähr, ich denke, 4 Dollar pro Order ist es jetzt. Mhm, das, genau. Das geht. Das ist noch, das ist alles noch machbar. Ja, gut. Paar Slides noch, Stefan, und dann bin ich durch. Ja, sehr schön. Für mich, ich persönlich
verkaufe dieses Paket nicht. Das läuft alles über die Store von Seldenest. Ja, ich bin nur Trader. Also, aber jeder, der das bei mir kauft, bekommt natürlich Unterstützung und Coaching von mir. Aber für meine Website sind andere Sachen. Ihr könnt immer Sachen fragen. Ja, ich bin ein freier Mann. Kommt auf mich zu. Aber die Leute, die gerne das Paket haben möchten oder die müssen sich an Seldenest wenden, steht hier. Ja, das steht hier. Aber was jetzt wichtig ist für mich, ist, dass man sieht auf einem Chart, soll ich dieses Instrument jetzt handeln, heute, ja oder nein? Das ist auch, was ich tue in meinen normalen Daytrading-Aktivitäten oder Ausbildungen. Das sind diese Price-Action-Geschichten. Ja. Und ich finde es so wichtig, dass man versteht, was Marktzyklen sind, wo man ist, ohne Indikatoren einzuzeichnen, nur zu sehen, wo bin ich jetzt? Bin ich in der Seitwärtsphase oder, wie ich das immer sage, der Value-Zone? Bin ich in einem Aufwärtstrend? Abwärtstrend? Habe ich Akkumulation, Distribution? Das kann man vom Chart, jedem Chart ablesen. Ich versuche, das die Leute beizubringen. Das ist mein Online-Kurs. Das ist auch, was ich die Leute beibringe in das nächste Seminar im Dezember. Online alles, leider dieses Jahr. Aber darum geht es. Und einmal, dass man diese Basis hat, kann man sich eigentlich jedes Instrument anschauen und sagen, ja, heute, Apple sieht nicht gut aus, mache ich nicht. Aber Amazon sieht gut aus, den mache ich. Das meine ich damit. Das ist eine extra Dimension. Und dann ist diese, wie soll ich das sagen, diese Programmierung, dieses Algorithmus ist keine Blackbox. Ja, wir traden gerne mit die Hilfe von Nanotrader halbautomatisch oder vollautomatisch, aber wir wissen noch immer, was wir tun. Das ist der Unterschied. Ja? Hast du noch Fragen, Stefan? Ja, na, die Frage ist jetzt hier, wie man zu dieser Software kommt. Da würde ich jetzt gleich am Schluss auch nochmal, also wie man zur Software und Programm und so weiter kommt. Ich zeige das gleich nochmal auf der Webseite, damit ihr das alle auch findet. Ich glaube, die andere Frage haben wir schon beantwortet. Ab welcher Kontogröße lohnt sich denn die WL-Strategie bei so viel Orders pro Sitzung? Dafür habe ich, ne, ich würde sagen, ein Minimalkonto von 10.000 Euro. Ja. Weil damit kann man zwei vernünftige, kleine, vernünftige Positionen handeln pro Tag. Okay. Das ist. Eine Kontogröße von 2.000, 3.000 wird nicht reichen. Warum? Weil der Hebel auf CFDs, auf Aktien, ist 1 auf 5. Ist meinst nicht wie bei Indizes. Man kann es natürlich auf Indizes machen, auch Mini, DAO, DAX und so weiter. Dann könnte man es mit ein kleineres Konto machen. Dann könnte man mit 4.000, 5.000 schon arbeiten. So muss man es sehen. Ja? Okay. Ja, sehr gut. Ja. Gut, ja, wir gehen nochmal zurück. Mal sehen, wie das hier läuft. Hier ist es gelaufen, das ist vorbei. Nochmal hier, hier ist es auch vorbei. Hier sind wir noch immer drin. Und wir warten. Ja, seht ihr, ich bin noch immer. Ich habe hier erstes Mal einen Gewinn mitgenommen. Wir sind dann ausgestoppt worden hier mit einer Triade und ist dann, hat wieder eine neue, ja, neuen Ausbruch erkannt in die Eröffnungsrange und ist wieder eingestiegen. Und ich liege hier noch immer bei meinem Initialrisiko an die andere Seite des Kanals. Und ja, wir werden sehen. Warum hätte man dieses, das ist mal interessant, dieses Beispiel, normal, es hat jetzt nur nach oben getriggert. Aber diese Strategie hätte ich auch nur nach oben gehandelt. Das kann man sehr einfach in die Programmierung hier eingeben.
kann man hier sehr einfach sagen, ich will zum Beispiel nur Long traden. Ihr seht es da, ich habe das hier eingestellt, 3 Longs und 3 Short, aber ich kann hier auch die Shorts auf 0 einstellen. So, 0, ja, 30, 0, ja, und dann habe ich keine Shorts. Ja. So wird das gemacht. Ja, das ist cool, Stefan. Ja, das ist cool. Ganz also sehr, sehr, sehr gut, weil ja, in der Einfachheit liegt es manchmal und vor allen Dingen, wie du auch sagst, die Technologie gibt uns die Möglichkeit, heutzutage genau so zu handeln. Ja? Ich meine, ich kenne das auch noch früher, 90er Jahre, wäre es undenkbar gewesen, so zu handeln. Nein, das ist absolut so und es ist so immer, natürlich kommt auch ein bisschen, ich würde mal sagen, das Denken und hier wäre die Analyse gewesen, ja? Hier ist die Markteröffnung, die ist hier. Man hätte dann einen Kanal wahrscheinlich so etwas gezeichnet. Ja. Hier oben auch noch, siehst du? Ja. Dann wäre es natürlich logisch gewesen, hier wird nur in die Richtung gehandelt. Wenn er hier nach unten bringt, auch wenn es funktioniert hätte, wir treten Wahrscheinlichkeiten. Wir treten, wann Bedingungen in unserem Vorteil sind. Ja? Und dann haben wir hier die Hilfe von einer Plattform, die einen Teil von dieser Arbeit von uns übernimmt, es schneller macht, präziser macht, das ist wahr, aber wir wissen genau, in welche Richtung und welche Instrumente wir einstellen. Absolut, das ist so schön. Aber da muss man das immer noch mal sich klar machen, in welcher Zeit wir leben. Wir leben in der besten Zeit, die ein Trader eigentlich haben kann, weil wir jetzt die Möglichkeit dazu haben, genau solche Dinge zu tun. Ja? Da muss man echt auch für dankbar sein, dass das so funktioniert. Das müssen wir uns mal immer wieder machen. Ja, früher war das ganz anders. Da haben wir auch unsere Bildschirme, so diese Post-its noch gehabt, wo wir Linien aufgeklebt haben und so weiter. Das war, aber hat auch Spaß gemacht. Hat auch Spaß gemacht, wollte ich sagen. Also per Telefon reden ist auch was Schönes. Ja, das habe ich nie gemacht. Aber nein, aber wie gesagt, das war vor 22 Jahre war in Amerika, hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Ja, das stimmt. Hat ziemlich gut funktioniert, ja. So, dann nehme ich kurz den Bildschirm mal hier zurück. Okay. Ich würde gerne noch mal zeigen, wie man denn jetzt hier zu dem Ort des Geschehens kommt. Das ist ja unsere wunderschön neu gestaltete Webseite übrigens, whselfinvest.de. Ja, die sieht ein bisschen anders aus. Hat ein bisschen Polish erfahren hier, aber ein bisschen aufpoliert. Und dann gibt es hier unter den Trading Tools haben wir die 6 Store-Produkte. Und wenn man da dann drauf geht, dann kommt man zu diesen ganzen Store-Produkten. Und da ist eben dann dieses System zu finden, diese Systematik, dieses Paket von Wim. Das dauert jetzt hier einen Moment, weil ich auch am Streamen bin. Das ist, wir haben alle das gleiche Problem, wenn wir gleichzeitig streamen und was zeigen wollen, dann ist das eben mit der Upload-Power immer so eine Sache. WL Daytrading System, da ist es, ja, hier ist das Paket, 395 einmalig für den... Das ist dieses Fola-Oben-Paket, Stefan. Ach, Entschuldigung. Kein Problem, Fola-Oben ist es. Du hast schon so viele Pakete, Wim. Also, hier ist es, da ist es. Das ist 495. Ich übergebe sie alle, weil ich könnte das unmöglich selbst alles betreuen. Das ist unmöglich. Ja. Bin ich also, dankbar, dass das Self-Investor das übernimmt. Ja, Vola Open Strategie, dann gehst du hier rauf, da ist die Erklärung, das ist jetzt die richtige. Ja. Marktvolatilität bei Markteröffnung, Markt tendiert in eine starke in eine Richtung mit einer starken Preisbewegung. Genau, da haben wir es, ja. Das ist es. Und genau hier haben wir es auch nochmal, ne? Die Reduzierung der Mindestordergebühr für CFD auf US-Aktien von 7 auf 4 US-Dollar, das heißt 43% Ersparnis. Da haben wir es auch nochmal schwarz auf weiß. Gut, prima. Perfekt. Mein Lieber, ich danke dir ganz herzlich. Es war wieder sehr schön, mal zu sehen, wie man mit Zentimetern handelt. Das finde ich hervorragend. Und nächstes Jahr versuchen wir 10 Zentimeter, ja? Bisschen größer nächstes Jahr. Wir nehmen uns das vor. Ich wünsche dir alles Gute, bleib schön gesund und hoffentlich sehen wir uns auch bald wieder. Hoffentlich bis bald. Ciao, ciao. Danke. Schönen Tag weiter noch. Tschüss. Ciao.